So, kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Wir sind hier bekanntlich eine sehr offene Veranstaltung. Wir sind eine sogenannte Open-Mic-Veranstaltung. Das heißt, wir wollen jedem die Chance geben, sich hier zu dem Thema Frieden, aber auch zum Thema Friedensmahnwachen zu äußern. Wir haben hier heute einige Freunde der Jungen Linken Österreich, die hier jetzt etwas sagen wollen. Und ich bin wirklich der Meinung, jede Bewegung braucht Kritik. Und deswegen wollen wir Ihnen auch diese Möglichkeit geben. Hallo, mein Name ist Konstantin Jungkind. Ich bin Mitglied des Bundessprecherinnenrats der Jungen Linken und wir haben für heute zu einer Kritik an den Montagsdemos aufgerufen, weil wir die Diskussionen in Deutschland verfolgt haben und dementsprechend wissen, dass auf Montagsdemos auch Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien wie beispielsweise die Chemtrails-Theorie und ähnliches verbreitet wird. Eins vorweg, ich will nicht allen hier Anwesenden unterstellen, bewusst rechts oder gar überzeugte Nazis zu sein. Ich kann nicht in euch reinschauen, ich weiß das nicht. Aber erstens, rechtes Gedankengut gibt es nicht nur als feste Überzeugung, sondern auch als unterbewusstes Feindbild. Das sehen wir immer wieder, wenn irgendjemand anfängt von wegen, ich bin ja kein Rassist, aber, oder so ähnliches. Das sehen wir auf den Facebook-Seiten der FPÖ, wenn Leute erst davon reden, alle Asylanten vergasen zu wollen und im nächsten Atemzug steif und fest behaupten, keine RassistInnen und keine Nazis zu sein. Halten wir also fest, es gibt sogar Leute, die sind schlicht und ergreifend so blöd, dass sie nicht einmal merken, wie recht sie sind. Als wir im Internet unsere Kritik an den Montagsdemos formuliert haben, kam ein Kommentar, in dem jegliche Verbindung zwischen Montagsdemos und Rechtsextremismus geleugnet wurde. Der Autor dieses Kommentars hatte unter seinen Facebook-Likes Seiten wie Die Nationale für eine restriktive Einwanderungs- und Asylpolitik. Bitte, wenn das nicht rechts ist, was dann? Zweitens, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob ihr als Einzelpersonen rechts seid oder nicht. Was ich sehr wohl kann und will, ist eine Definition davon zu liefern, was rechts ist und aufzuzeigen, was davon auf die Montagsdemos zutrifft und was nicht. Sehr oft wird argumentiert, die Demos könnten ja gar nicht rechts sein, weil da Menschen aus allen möglichen Ländern mitmachen. Rechtes Gedankengut ist aber mehr als nur Rassismus. Rechts ist es zum Beispiel auch, wenn antisemitische Feindbilder geschürt werden. Wenn gegen Schwule und Lesben gehetzt wird, wie es beispielsweise Jürgen Elsässer tut, der auf der Montagsdemo in Berlin gesprochen hat. Oder wenn die Schuld Deutschlands und Österreichs am Zweiten Weltkrieg verharmlost oder geleugnet wird. Ob ich ein Zitat von ihm habe, schau auf seiner Website, da rechtfertigt er unter anderem die... Weiter im Text können wir nacherklären. An dieser Stelle habe ich ein Zitat von Lars Mehrholz. Den kennt ihr alle. Woran liegen alle Kriege in der Geschichte in den letzten 100 Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das halt alles ein bisschen auseinanderklamüsert und guckt genau hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die amerikanische Federal Reserve, das ist eine Privatbank, dass sie seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Davon abgesehen, dass die Behauptung, die Fed sei eine Privatbank, schlicht verkürzt ist und so in der Form nicht stimmt. Wer bei der Frage, wer den Zweiten Weltkrieg verursacht hat, wer 6 Millionen Jüdinnen und Juden auf dem Gewissen hat, wer das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu verantworten hat, nicht an Deutschland, noch nicht einmal an die NSDAP, noch nicht einmal an Hitler, sondern an eine Bank denkt, nimmt die tatsächlichen Schuldigen aus der Schusslinie und betreibt ganz klar rechte Propaganda. Von Ken Jebsen habe ich auch noch einen. Er spricht davon, dass Nationalzionisten Israel okkupiert hätten, wie Nazis 33 Deutschland okkupiert haben. Wer Israel mit dem Dritten Reich gleichsetzt, wer irgendetwas mit dem Dritten Reich gleichsetzt, ist im besten Fall ein Idiot auf Stammtischniveau. Im schlimmsten Fall ein antisemitischer Hetzer. Taugt so jemand als Vorbild für eine Bewegung, die nicht rechts sein will? Bitte. Jemand, der Israel mit dem Dritten Reich gleichsetzt, taugt so jemand als Vorbild für eine Bewegung, die nicht rechts sein will? Und dann fallen auf Montagsdemos, wie in München zuletzt, noch Zitate wie dieses hier. Die Juden sind keine Juden, sondern Satanisten. Darum darf ich gegen Juden sagen, was ich will. Und um von unserer Unterjochung durch jüdisch-satanistische Pornografie und das jüdisch-satanistische Finanzsystem abzulenken, haben diese Satansjuden den Holocaust erfunden, um uns damit noch mehr zu unterjochen.
Eine mir namentlich nicht bekannte Rednerin, die einen kurzen Beitrag gehalten hat auf der Münchner Montagsthemen. Gibt es ein YouTube-Video davon? Nein! Nein! Zu tun, bitte. Es gibt Satanisten. Die Frage ist, wo sind diese Satanisten? Die Mond. Ja, Moment. Lass uns nicht provozieren jetzt. Nein, die Montagsdemos sind keine rechte Veranstaltung im klassischen Sinn. Aber, wenn zu einer Veranstaltung mehr als einmal Nazis auftauchen, dann habe ich mich als Veranstalter entweder nicht ausreichend abgegrenzt oder vertrete ein Gedankengut, das für braune Ideologien stark anschlussfähig ist. Und dafür muss man dann auch Kritik einstecken können und hat sich nicht mit, aber wir sind eh keine Nazis, zu immunisieren. Und wenn auf der Montagsdemo in München ein linker Redner körperlich angegriffen wird, während der stadtbekannte Neonazi Karl Richter ungehindert reden darf, dann gehört schon eine unglaubliche Dreistigkeit dazu, jede Verbindung zur rechten Szene zu leugnen. Ja, natürlich, einige werden jetzt sagen, das ist in Wien alles ganz anders. Mag sein. Aber die ideologische Anschlussfähigkeit nach ganz rechts, die ich erwähnt habe, die gibt es auch hier. Sie ist da, zum Beispiel, wenn von Schuldgeld oder Ähnlichem geredet wird. Sie ist da, wenn der Zusammenhang zwischen sogenanntem Real- und Finanzkapital auseinandergerissen wird. Sie ist da, wenn Verschwörungstheorien über die Rothschilds oder angeblich jüdische Banken von der amerikanischen Ostküste aufgestellt werden. Der Schritt zum schaffenden und raffenden Kapital der Nazis, der Schritt zur jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung ist von da an nicht mehr weit. Wer sowas vertritt, ist vielleicht kein Nazi, aber vertritt auf jeden Fall Bruchstücke rechtsextremer und antisemitischer Ideologie. Wir bleiben jetzt nur beim Schuldgeld. Aber das Schuldgeld ist die Wahrheit. Okay, dann unter... Bitte um da direkt etwas zu entgegnen, kann ich zu dieser ganzen Schuldgeldtheorie vielleicht kurz was sagen. Das ist ein vollkommen verkürzter Schwachsinn, weil wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und im Kapitalismus hat alles, womit man irgendwie Handel treiben kann, einen Preis. Dementsprechend, was ist eine Ware? Alles ist eine Ware, Geld ist eine Ware, Geld hat dementsprechend auch einen Preis. Und Zinsen sind dementsprechend nichts anderes als der Preis der Ware Geld. Ist logisch. Und wenn man dann so tut, als bräuchte man einfach nur den Zins abschaffen und alle Probleme werden gelöst, dann ist man im besten Fall naiv. Ja, wenn uns hier etwas zusammenbringen könnte, dann der Wunsch nach grundlegender Veränderung. Aber dass eine Veränderung nicht unbedingt etwas Positives sein muss, dafür gibt es in der Geschichte mehr als genug Beispiele. Und das, was Mehrholz, Jepsen und Pop uns als Kapitalismuskritik zu verkaufen versuchen, das hat wenig mit Kapitalismus zu tun. Das hat noch weniger mit Kritik zu tun. Das hat dafür umso mehr zu tun mit alten Feindbildern, mit Rückwärtsgewandtheit und mit Antisemitismus. Wenn es hier Menschen gibt unter euch, die die herrschenden Zustände tatsächlich in Frage stellen wollen, dann sind mir diese Menschen mehr als willkommen. Mit Schuldzuweisungen und Feindbildern allerdings schafft man den Kapitalismus nicht ab. Damit verschlimmert man ihn höchstens. Und überhaupt, ich könnte jetzt selber eine Verschwörungstheorie aufstellen. Ich könnte jetzt ja auch eine Verschwörungstheorie aufstellen, kann ich auch machen. Warum wird wie am letzten Montag auf einer Demo, die den Anspruch hat, systemkritisch zu sein, eigentlich kein einziges Mal das Wort Kapitalismus in den Mund genommen? Ne? Warum sagt das keiner? Seid ihr links oder rechts? Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Ja. Seid ihr alle in Wirklichkeit bezahlte Agenten der kapitalistischen Weltverschwörung, die von eigentlichen Problemen auf irgendwelche Nebenschauplätze ablenken will? Ich meine, ja, klar, ist er genauso absurd wie alle anderen Verschwörungstheorien. Könnte ich bitte zum Ende kommen? Ich bin gleich fertig. Könnte ich bitte zum Ende kommen vorher? Spaß beiseite jetzt. Ihr könnt das, was ich jetzt gesagt habe, als Blödsinn abtun. Ihr könnt weitermachen wie bisher. Dann werden wir uns nicht einig. Okay, das muss man aushalten. Das geht auch ohne sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und bei denen von euch, die wirklich glauben, dass es hier um eine gute Sache geht, ist das vielleicht schade. Aber mit Rechtsextremen und denen, die ihre Propaganda nachplappern,
will ich persönlich weder für Frieden noch für sonst irgendwas demonstrieren. Frieden mit Nazis war schon immer eine ganz schlechte Idee. Ihr könnt das, was ich jetzt gesagt habe, aber auch zum Anlass nehmen, nachzudenken und euch über Aufbau und Funktionsweise kapitalistischer Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme zu informieren, statt rechten Selbstdarstellern und Verschwörungstheoretikern wie Jepsen und Mehrholz nachzulaufen. Wer das tut, ist uns, wie gesagt, herzlich als Bündnispartnerin willkommen, denn in einer Sache, in einer einzigen Sache hat diese Veranstaltung recht. Man sollte nicht blind alles glauben, was man irgendwo sieht oder liest. Nicht den Massenmedien, aber eben auch nicht. Aber auch nicht irgendwelchen Amateurvideos auf YouTube. In diesem Sinn, für den Frieden, aber ohne Nazis, Feindbilder und Verschwörungstheorien. Danke. Okay. Ganz kurz, das, was mich jetzt ein bisschen betroffen macht, ist, ich habe leider deinen Namen jetzt wieder vergessen. Entschuldige, Konstantin. Konstantin, ganz ehrlich, was mich ein bisschen betroffen macht, Entschuldige, erstens einmal danke für deinen Redebeitrag, aber was mich betroffen macht, ist, dass du sagst, wir haben nur eine einzige Sache gemeinsam, nämlich, dass wir gegen den Kapitalismus sind oder dass wir gemeinsam eine Veränderung wollen. Wir sind für den Frieden. Hallo? Hallo? Entschuldige, das hast du irgendwie vergessen. Bist du denn nicht auf dem? Ich meine, hallo? Ja, aber du hast jetzt gesagt, es ist nur eine Sache übrig, die wir gemeinsam haben. Und das schockiert mich. Das schockiert mich. Danke. Also, du, ist das okay? Ist das okay, wie ich rede? Ja. Also, er hat uns vorgeworfen, dass unter uns Narzissten sind. Wir machen aber keine Personalkontrollen, wer da ist. Ist das klar? Und wenn welche da sind, vielleicht ist er das selber. Okay. We'll be right back.